Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer Runde Hearthstone. Wieder der neue Kartenchaos-Modus. Und ja, das klingt doch ganz interessant mit dem hier am Anfang 10 Mana haben. Schläge ich mir mal ein Deck. Ich glaube, ich nehme mal den Schamane, weil es meine Lieblingssorte ist. Und das war zu weit. Dann werde ich da mal ein paar starke Karten einballern. Das ist immer ganz gut, glaube ich. Also die beiden auf jeden Fall. Das auch auf jeden Fall. Dann ganz, ganz viele. 7 plus. Das wird bestimmt nicht ganz unpraktisch sein, das sowieso. Jedes Mal, wenn ihr eine Karte zieht, dann viel davon auf der Hand. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Für jede Karte, die der Gegner auf der Hand aus Gegners, naja, obwohl, könnte eigentlich nicht schlecht sein. Also ich werde jetzt voll ballern mit irgendwelchen mächtigen Superkarten. Zeugt dann, nee, das ist, obwohl, 8 Schaden auf, das kriege ich auch die geile Passive. Verwählen Antina auf dem Schlachtfeld, klingt gut. Ah, die ganzen Riesen kann ich da auch alle reinpacken. Immer schön auf die Fresse. Ja, hier den dann noch mal geh ich ein bisschen zurück. Ja, irgendwas, was noch Monster ruft. Nee, der wäre natürlich lustig. Ein bisschen Taunt. Davon. Das finde ich auch ganz interessant. Verursacht 3 Schaden und auch nochmal den Nein. Ich möchte diesen Wildjäger, das Ding auch mal ist. Das ist natürlich auch gut. Ich glaube, ich nehme irgendeinen raus. Ich zweimal, nee. Ich nehme einen von denen raus. Hau mal die da noch rein. Und dann probieren wir einfach mal gucken. Das wird schon irgendwie laufen. Ganz viele starke, mächtige Monster und ein, zwei Zauber. Ich hätte vielleicht ein bisschen AOE-Zauber noch reinnehmen müssen. Das könnte jetzt mein Verhängnis werden. Naja, mal gucken. So, so. Komm, beeil dich. Suche einen Gegner. Klappen. Ich weiß, dass man das auf 3 Plattformen spielen kann, Hearthstone. Das ist mir komplett bewusst. Ich spiele es nämlich auf PC. Weil wegen irgendwie lustig. Ja, das ist doch schon gar nicht schlecht. Gleich 2 schöne Karten. Behalte ich so, finde ich gut. Wahrscheinlich würde er auch entsprechend irgendwelche supermächtigen Karten haben, aber naja, ist halt so. Ist halt so. Ja, komm. Mach bereit. Ja. Ja. Beeile er sich. Jo, sehr geil. Den und den. So, dann gib ihm. Immer mitten in die Fresse rein, Junge. Da müsst ihr jetzt schon starke Karten haben, um die beiden wegzubekommen.
Das war krass eigentlich, hat da der am Anfang hat nicht. The fuck? Also vielleicht spielt der darauf, dass er ganz, ganz viele kleine Karten zieht. Trotzdem mache ich mir jetzt erstmal richtig ordentlich Damage. Okay. Interessant. Macht jetzt einen von meinen weg? Na, vermutlich. Okay, er macht einen Schaden. Hey, auf den? Jetzt macht er bestimmt irgendwie... Ja, er macht, dass er einfach ganz, ganz viele kleine spielt. Wird aber sehr, sehr schnell keine Karten mehr haben. Und zwar sehr, sehr schnell. Ob das so schlau ist... Wage ich ja zu bezweifeln. Wenn ich mir jetzt einfach mal schon mal fast die Hälfte seines Lebens abziehe. Wow. Ich glaube, er hat selber herausgefunden, dass das nicht so schlau ist. Ja gut. Ich mache gleich noch eine zweite Runde in den Hängchen dran. Weil das war eindeutig zu kurz. Und danach mache ich noch das Kartenöffnen. Dann müsste das eigentlich von der Länge hinkommen. Ja. Würde ich mal so behaupten. Komm, finde den Gegner. Die Uhrzeit werden ja wohl genug Leute da sein. 17.15 Uhr. Los. Da müssten echt... Eigentlich die meisten müssten da schon Schluss haben. Von der Arbeit, von der Schule, von irgendwas anderem. Außer es sind irgendwelche Leute, die später arbeiten. Okay, der ist natürlich krass, erzeugt Ragnaros dann nicht immer nur wenig Leben, das ist nicht so gut am Anfang. Die ist auf jeden Fall immer gut. Schön viel aushalten. Ah, sehr gut. Zwei geile Karten. Ein Schutzteil und ein Teil, was ordentlich Schaden verursacht. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geiler Dünnbrecher-Schamane. Ich bin schwer als erster dran, das ist ja cool. Maldinus. Maldinus. Die Wahrheit ist mein Schild. Ja, dann mal weiter. Fügt eure Hand zwei Zauber hinzu, die eurer Klasse, die der Klasse, der Klasse von eurem Gegner. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Interessant. Sehr, sehr interessant. Oh kacke, mit dem darf ich jetzt diese Runde nicht angreifen, das ist ja gay. Hä? Ach nee, das heißt egal wer gewinnt. Wow. Ist ja immer richtig kacke. Ja. Mache ich das mal so. Fertig. Danach mache ich dann mal das mit den Zaubern. Vielleicht kriege ich ja Frog. Hätte ich so rummachen können, wäre irgendwie schlauer gewesen. Na egal. Ja, jetzt wird er den übernehmen, ist klar. Ja, scheiße. Oh! Interessant. Ach ja klar, ich kann gar nicht Frog bekommen, fuck. Was kann ich denn bekommen? Fügt allen Dienern einen Schaden zu, fügt allen Dienern stattdessen drei Schaden zu, wenn der Diener maximal zwei Leben hat und das Scharmützel. Aber Scharmützel könnte ich natürlich Glück haben. Wenn mein Drache das überlebt, wäre natürlich geil. Todesröhrchen. Achso, kacke. Kann ich Scharmützel eigentlich auch machen, wenn... Bis auf einen... Also 5 Rüstung, alter Schwede, Schildmeid, nicht schlecht. Wow. Okay. Das hat wehgetan. Also wenn ich das jetzt verliere, muss ich sagen, mache ich glaube ich noch eins. Wenn ich jetzt Glück habe, werde ich diese Runde damit überleben. Ich kann natürlich auch einen von denen in den Ring werfen.
Genau, ich werfe eins in den Ring. Und werde dann das Scharmützel aktivieren. Und wenn ich jetzt Glück habe, kommt meiner raus. Das wäre cool. Okay, es ist nicht meiner. Oh nee, es ist genau der. Ja, okay, ich habe verloren. Okay, GG. Schade. Na, Pech gehabt. Häng ich noch eine Runde hinten dran. Das waren jetzt zwei unglaublich kurze Duelle. Ja, ja, los, beeil dich. Los, beeil dich. Boah, ich will mir selber den letzten Schlag geben. Das ist eine Karte. Wofür ging die noch? Okay, naja, gut. Okay. Hey, was los? Hallo? Ah, ja. Ja gut, ich habe eins gewonnen, eins verloren. Das eine habe ich auch so schnell gewonnen. Das ging ja... Das habe ich ja gar nicht mitbekommen, so schnell ging das. Das kann man ja gar nicht so schnell realisieren. Aber naja. Ja, ja. Los. Ist hier auch lustig mit ihm hier. Oh nice, zwei starke Taunt-Karten gleich. Nehme ich. Obwohl, ich könnte auch wieder die Combo spielen. Beziehungsweise wieder den mit irgendwas anderem. Sonnenläuferin ist eigentlich gut. Ja, ja. Na, was spielt er? Ich könnte vielleicht auch einfach hier in die Defensive gehen. Okay, das ist interessant. Okay. Okay, 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 interessant. Also ich meine, der Taunt bringt nichts, wenn man das macht. Okay. Ist ja nicht mein Bier. Ich kann trotzdem den hier spielen. Ich glaube, das werde ich auch tun. Aber ich... Nee, genau. Viel besser. Mach das. Das mache ich. Das ist meine Verteidigung perfekt im Moment. Also besser als jetzt geht nicht im Moment. Dann kann ich die beiden spielen, das ist auch sehr stark. Und damit hat er sowieso schon mal ein richtiges Problem. Sehr, sehr geil. What the fuck? Will ich einfach selber drei Schaden machen? Okay. Ist ja in Ordnung, wenn er Bock drauf hat. Kein Ding. Ah ne, ich dachte gerade, das hätte die Passive von dem, mächtigen Typis da. Schade, schade. Okay, nehme ich das. Das. Und machen wir nochmal einen Schaden. Also von der Kartenmenge her bin ich deutlich besser im Moment noch aufgestellt. Hat anscheinend weniger, die wenig kosten. Ich habe anscheinend mehr starke. Okay, verleiht allen. Okay, 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 interessant. Der beschwert dann sogar gleich zwei, wenn er stirbt. Interessant. Ja, los, mach was. Irgendwas, was er will, können. Okay. Na gut, ein Trend beschworen. Aber die Trends pennen ja noch so lange. Ja, also eins oder zwei, ne? Jetzt will er nicht ehrlich den so angreifen, oder? Okay, er haut sich selber voll in die Fresse. Das kann er meinetwegen gerne weiter so machen. Habe ich kein Problem mit. Habe ich überhaupt gar kein Problem mit. So, dann werde ich das machen. Dann gebe ich nochmal selber mehr auf die Fresse. Ich gehe nochmal selber auf die Fresse, wenn ich nämlich, desto mehr ich ihn zerstören kann, desto besser ist es. Kostet weniger für jede Karte. Ah, okay, interessant. Okay, das Tauntfisch. Ja, komm, ich halt ein bisschen angreifen. Oh, das ist nur ein bisschen, fällt mir gerade auf. Das ist ganz schön scheiße. Das ist echt ganz schön scheiße. Ich hätte irgendwie erwartet, dass das weniger Schaden ist, was er mir macht. Naja, gut. Naja, gut. Na, vielleicht habe ich Glück und bekomme das Taunt-Totem.
Okay, ich bekomme nicht das Tauntote. Macht sie? Benachteiligte Diener können nicht von Zaubern... Ah, das ist schon nicht schlecht. Bam. Schau dich weg. So, er könnte jetzt im Moment maximal 8 Schaden machen. Wenn er jetzt nicht meine ganzen Diener wegkriegt, dann kriege ich ihn locker mit meinem Kampfrausch. Oh, das ist nicht so gut. Das ist gar nicht... Ich habe verloren. Oder? Ja, ich habe verloren. Fuck! Okay. GG. Schade. Naja, ich habe einen Game gewonnen, ist halt so. Knappe Sache, ganz ehrlich. Nicht schlecht. Respekt, Alter. Jetzt mal noch schnell das Karte-Deck auf. Hallo. Shop ist geschlossen. Nee, doch, ich wollte gerade sagen, ey. Los. Was laberst du? Stimmt doch gar nicht. Bam, 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 bam. Und... Yay, nur Mist. Naja. Ist ja auch egal. Trotzdem, vielen Dank fürs Zuschauen und... tschö mit Ö.